können wir eigentlich einmal hier halten und dann wieder hier halten. Dann machen wir mal eine zweite Linie. Hier hageln auch Errungenschaften rein ohne Ende. So, das ist die Linie 2. Das ist gerade weggegangen, auch nicht schlecht. Können wir das mal wegmachen. Dann bauen wir hier noch ein Depot. Was haben wir hier? Straßenbahn oder Tram? Ne, wir bauen mal ein Straßenbahndepot. So, hier haben wir nicht arg viel. Schnellstes 25. Kaufen wir mal 3 Stück. Was ist denn aufrüsten? Oh, lol, okay. Linie zuweisen, Linie 2. Bitteschön. Fahren Sie aus. Fährt jetzt echt schon jemand mit? Ein Passagier! Boah, geil. Da steht auch schon einer. Oh, wir haben noch 400.000. Und ich habe ja auch gehört, dass die Busse sich automatisch verteilen. Ja? Das heißt, Sie wissen ja, okay, Sie haben jetzt 3 Haltestellen. Dann müssten ja eigentlich an 3 Haltestellen nachher die Busse stehen. Kann man auch wieder gucken, wie lang. 6 Minuten, alles klar. So, wir hier haben wir da hinten das Einwohnergebiet. Dann bauen wir hier auch nochmal schnell. Busverbindung. Halt, ich will doch hier, mein Gott. Aber was ich richtig komisch finde beim Bauen. Es leckt noch extrem, muss ich sagen. Keine Ahnung warum. Ja. Aber das ist nicht gut. So, die Linie hat nur 2 Haltestellen. Und zwar einmal von hier nach da. Brauchen wir auch noch ein Depot. Das bauen wir mal hier hin. So, das richtet sich nicht automatisch aus. So. Kaufen wir auch mal. Ah, da kaufen wir mal 2. Linie zuweisen 3. Wunderbar. So, wie schaut es aus? Okay, die verteilen sich wirklich ein bisschen. Was, errichte eine Linie und transportiere einen Passagier. Ja, cool. Das heißt, der Bus müsste ja jetzt eigentlich warten. Tut auch. Cool. Jetzt kommt ein Safe Game. Wir haben eine Tram bekommen. Warten hier jetzt schon mehr? Ne? 3 Stück schon, okay. So, der fährt jetzt los, dass die sich alle etwa gleich eintacken. Also das finde ich echt cool, muss ich sagen. Die da hinten takten sich ja dann auch ein. Genau. Oh, ich dachte gerade schon, was ist hier für ein Rauch, Mann. Was kann ich hier? Oh lol, okay. Nice. Ist wie so eine Mit. Wie soll ich sagen?
Ja. Da habe ich mal einfach nichts gesagt, um einfach mal ein bisschen das Spiel zu zeigen. Ja. Denn es sieht einfach nur hammermäßig aus, muss ich sagen. Es sieht einfach nur hammermäßig aus. Vor allem rechts unten die Anzeige, wie schnell es fährt. Dann haben wir unten, ja, unten mittig, falls ihr es nicht gesehen habt, die Linie, mit der wir gerade mitfahren und wo wir gerade unterwegs sind. Das ist ja mal übel geil, ja. Können wir auch jederzeit rausgehen. Wir können auch wieder die normale Verfolgerkamera anmachen. Wir haben schon 11 Passagiere. Das ist mal übel geil. Und was haben wir hier? Uiuiuiui. Hier haben wir Bretter und Kunststoff, Bretter und Stahl zu Waren. Okay. Das heißt, man muss hier deutlich mehr herbringen. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Hier haben wir Erz und Kohle zu Stahl. Stahl. Was? Stahl, Stahl, Schlacke und Stahl. Hä? Verstehe jetzt nicht. Okay. Dreimal. Hä? Wie jetzt? Oh Gott! Zweimal Bretter und Stahl. Und dann Bretter, Bretter, Stahl. Stahl, Kunststoff? Hä? Okay. Da muss ich mich echt noch einfinden. Oder einfach mal offline ein bisschen das Tutorial spielen. Aber wir sehen hier, die Busse haben sich auch perfekt eingetaktet. Gehen wir mal kurz in die andere Stadt. Müsste ja eigentlich auch. Der eine ist hier. Was machst du denn da? Achso, ihr fahrt so zurück. Ja, von mir aus. Wie viel hast du denn bei dir? Null. Schade. Aber da warten 20? Müssen wir ja fast schon die Linie ausbauen. Hier warten 16. So, wir haben hier Einnahmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Betriebskosten. Eisenbahn. Okay, also die Einnahmen werden jetzt aber auf jeden Fall auch steigen. Da wir hier jetzt 20 Leute transportieren. Aber wir könnten ja auch wieder, das haben wir ja vorhin ja abgerissen, das ist die. Da ist die Steigung zu groß. 1,5 Millionen. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das auch noch Beta ist, aber die Bahnübergänge, muss ich ehrlich sagen, ja, sind hier von der Schienensteigung her deutlich schlechter wie in Train Fever. Also, wenn ich jetzt hier mit dem ICE drüber rasen würde, ich glaube, das sieht ein bisschen, naja, aus, ja. Wir haben es ja vorhin gesehen, die ein, zwei Minuten, wo ich nichts gesagt habe. Aber wenn wir hier in diese Kamera gehen, und wir fahren ja gleich über den Bahnübergang, das ist richtig komisch. Es kann sein, dass es vielleicht noch so ein Beta-Bug ist, ja. Aber das glaube ich eher nicht. Vor allem, was ich auch komisch finde, die Signale schalten extrem spät auf grün. Ja? Also, okay, hier sieht man es jetzt nicht. Doch, hier, da geht's runter. Zack, zack. Was ist das? Ist komisch. Hier wieder. Hier sehen wir wieder den Zacken drin. Zack, zack. Und hier hinten wieder hoch.
Also das wurde in Train Fever deutlich besser gelöst. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich direkt nach dem Bahnübergang gesagt habe, hier abbrechen. Hier genauso. Hier macht es wieder eine Schanze nach oben. Ja, echt. Echt komisch. So, mal gucken, wie viel uns dieser Transport reinge... Oh Gott, hier warten schon 47 Leute. Genau, Bremsgeräusche wurden auch eingefügt. Was hat uns das jetzt gegeben? Knapp 100.000. Oh, da. Okay, entweder wir machen eine zweite Linie. Wie viel warten denn hier? 23. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen, dass wir auch mal ein bisschen was sehen. So, da rast unser Zug. Okay, kaum noch. Kaum noch eine Wolke hinter sich. Achso, weil er jetzt wahrscheinlich in seiner Endgeschwindigkeit ist. Bringt das. Aber hier warten ja auch noch wieder. Ja, da müssen wir auf jeden Fall einen zweiten Zug einsetzen. Können wir ja mal kaufen. Das war die Lok. Ja, genau. Nicht genügend Geld. Oh, was haben wir denn da freigeschaltet? Nochmal reingucken. Oh. Okay, die kostet aber einiges mehr. Kostet das Doppelte. Ich glaube, da machen wir lieber nur mal so ein und dann leihen wir uns nochmal was. So, machen wir mal kurz Pause, dass der Zug uns da hinten nicht wegfährt. Nicht genügend Geld. Warum, was kosten die Wägen denn bitte? 500! Okay. Jetzt müsst ihr aber richtig Profit machen. Die Frage, ob der Profit reicht. Der ist ja wieder voll. Der fährt auch voll los. Das ist schon mal nicht schlecht.